Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Thief the Black Parade. Na, Kolle, schläfst schön? Oh, warte mal kurz. Ich muss hier mal ganz kurz das Kabel wegnehmen. So. Überall dusselige Kachelbohnen. Wir sind immer noch bei den Hütern im Versteck. Und versuchen immer noch, für Hume zumindest herauszufinden, wer die eigentlich sind. Von uns weiß natürlich jeder, wer die Hüter sind. Hand hoch, wer es nicht weiß, dem erkläre ich es gerne. Okay. Wir haben schon mal das Mindestloot, ist doch toll. So, hier war die Messehalle. Wo sie alle gespeist haben. What is this place? It should be wise to find some information on who these guys are. Ja. Nun, du bist in einer verdammt großen Bibliothek. Mit sicherlich tausenden von Büchern. Da wird irgendwo was dabei sein, mit dem du was anfangen kannst, oder nicht? Jetzt bin ich gleich wieder im Eingangsbereich, oder? Ich kenne mich doch, ich bin so doof. Mal gucken, ob es hier oben was gibt. Aha, ja, ein Haufen verstaubter Bücher inmitten von Spinnweben. Das ist so ziemlich einer der wenigen Nachteile der alten Thief-Spiele. Man hat zwar eine Zielliste, aber kein Marker, wo es weitergeht. Halt irgendwie sein, dass wir da wirklich reingekommen sind. Also ins Versteck überhaupt. Da ist der Gerichtssaal. Überall flüstern. Scheiß Kachelboden mal aufhören. Das ist ja abartig. So viele Moospfeile habe ich gar nicht. Deswegen schieße ich auch keine jetzt gerade. Oh, hallo. Raum der Karten und das Skriptorium. Das nenne ich mal fette Schriftrollen. So, hinter dem Vorhang ist nix. Okay. Schreibstube. Ist jemand hier? Tatsache. Aber er ist alleine. Sorry, Kumpel. Ah, oh, er ist nicht alleine. Gute Nacht. Obere Etage vom Skriptorium.
Hi. Schachbrett, ein Buch. History of Jalambo, Codex Volume. Ich weiß nicht, wofür L steht. Ich glaube, da kommt jemand. Oder? So, Backe ausnutzen. Komm her und find's heraus. Komm, steck den Kopf durch. Danke. Kommt, macht alle mit. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ist jetzt für euch mordsmäßig langweilig, aber ihr seht meine Lebensleiste und ich habe keine Heiltränke mehr. Heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich tue. Guter alte Gerichtssaal, in dem Garrel angeklagt wurde. Das Kaminfeuer ist nicht so besonders geil. Es stellt mich manchmal ins Licht. Dein Ernst? Darüber beschwerst du dich? Du bist ein Hüter. Ihr agiert im Schatten. Aber gut, er wirkt doch eher wie einer von den Raubeinen, die nichts mit den Schriften zu tun haben.
Natürlich steht da ein elektrisches Licht, was ich nicht auskriege. Oder kriege ich es aus? Nein. Will keinen Wasserpfeil verschwenden, deswegen war das jetzt hier mal ein Test per Exempel. Wenn ich übrigens momentan ein bisschen weniger spreche, dann liegt das daran, dass es mir nicht ganz so gut geht. Also, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ist also sowieso eher ein Spiel, in dem man eher besser die Klappe halten sollte, ne? Schlaf. Werden ausgeschaltet, einer nach dem anderen. Ganz langsam annähern, ganz langsam. Frame für Frame. Schlaf. Dass der nicht tot ist. Da lieber in der Luft liegen. Ich halte es ja nicht aus. Bin hier noch nicht sicher. Er sieht mir zwar nicht so aus, als hätte er ein Schwert, aber... Ich möchte auch keinen Alarm heraufbeschwören. Mach's gut. Kann man diese Dinger eigentlich ausschießen? Dachte ich mir, aber ich wollte es einmal getestet haben. Bleibst du wo unten? Die Tür ist offen, war ich hier schon mal? Ich war hier schon mal. Unkonventionelle Wege. Wer braucht schon normale Wege? Ist jemand zu Hause? Hat mich auch gewundert. Weiß gar nicht, warum ich den Scheißschlüssel überhaupt noch hab. Okay, die Tür lässt sich nicht öffnen. Superior Elder Nathaniel, be advised that Translator Gamal is set to arrive in First Keeper's Watch in 2 days. Her mission is of the utmost importance. A new prophecy requires her to search your archives for a few scriptures and tomes. Assist her as much as thoroughly as you can. Signed, First Keeper Xavier. Ja, leitender ältester Nathaniel oder älterer, keine Ahnung. Seid darüber informiert, dass Übersetzerin Gamal
zu euch auf dem Weg ist und in der ersten Hüterwache in 2 Tagen eintreffen wird. Ihre Mission ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Eine neue Prophezeiung. Macht es erforderlich, dass sie eure Archive und Schriften, dass ihr eure Archive nach Schriften und Aufzeichnungen durchsucht. Unterstützt sie so gut, wie es euch möglich ist. Unterzeichnet erster Hüter Xavier. Elder Nathaniel, it is with the deepest regret that I must bring you this news. Twice now I have missed a report from Acolyte Jeremiah, our agent in Gutsheim Heights. I was thus forced to contact him personally, arriving at the store. I found the portcullis sealed shut, so I had to compromise myself and enter through the nearby smithy. Inside the secret entrance was a completely exposed. Inside the secret entrance was completely exposed, and the empty shop smelled worse than rotten fish. Down below, my worries were confirmed. Acolyte Jeremiah was hanging from the ceiling. He tried to tell us what this assignment was. He tried to tell us that this assignment was a burden too hard to bear. My condolences and best of luck on finding a replacement agent. Also, ältester Nathaniel, mit größtem Bedauern muss ich euch leider folgende Nachricht übermitteln. Zweimal habe ich nun einen Bericht verpasst. Oder nee, ja, bereits zweimal hat sich Acolyte, also Akolyt Jeremiah, nicht zurückgemeldet, unser Agent in Scootsheimer Heights. So dass ich gezwungen war, ihn persönlich zu kontaktieren. Als ich am Laden eintraf, habe ich das Portcullis, was auch immer das ist, verschlossen, also versiegelt gefunden, so dass ich mich selbst zwingen, also meine eigenen Prinzipien verraten musste und das über den nahegelegenen Schmied eindringen musste. Der geheime Zugang war komplett freigelegt und der leere Laden roch schlimmer als verrotteter Fisch. Weiter unten haben sich meine Sorgen bestätigt. Akolyt Jeremiah hing von der Decke. Er versuchte uns mit diesem, ja, mit diesem Zeichen zu sagen, dass diese Bürde zu hart für ihn zu tragen war. Mein aufrichtiges Beileid und das beste Glück für euch, einen neuen Ersatz für ihn zu finden. Aber nicht der Superior Elder, oder? Und ich war hier schon. Darf ich dich bitte hinlegen? Nein. Was für eine Schande. So, aber wir haben jetzt den Schlüssel des leitenden Ältesten. Ja gut, ich kann
den Raum natürlich auch von der Seite nochmal betreten. Was es ändert, weiß ich nicht. Aber ich kann mich hier drin ja auch erstmal noch ein bisschen weiter umgucken, ne? Der trügerische Vorhänger, am Ende schläft er da einfach nur im Bett. Was er nicht tut. I know who you are, why you're here and what you're looking for. Our ancient organization has three goals. To observe from afar, to store knowledge and to preserve the balance. The statuette you touched has made you sensitive to subtle magic, able to see our glyphs and ourselves. The gem around your neck is imbued with such magic. It belonged to one of us. I bear no grudge for this, old daft, but I demand you keep our existence absolute secret. A few of us are aware of the prophecy about you. To keep things simple, Interpreter Karika can read the future through glyphs, and Translator Gamal delivers her prophecies to us. Through them, I knew you would come, and I knew you would read these words. We possess a tome that will clarify your predicament. Young acolytes can be nosy or succumb to temptation. And so this profane text is sequestered in our restricted library. The ring key provided with this missive will allow you to access it. The book is entitled Azeron the Cruel, Necromancy, The Black Parade, and its Schism from the Hand Brotherhood. Take it and read it carefully, as I will come to retrieve it in a few days. I trust the book will contain all the information you need. There is another item you require, a harp inlaid with amethysts, the one you were supposed to steal from Hartree Manor as a matter of fact. It was recovered by our agents decades ago and is now concealed in our reliquary. English kann manchmal eine echt harte Sprache sein. At the top of the North Tower for study. Your former master did not know where it was, nor does he understand its true purpose. This too is explained by the book. While I know the outcome of your ordeal, I'm afraid I cannot divulge the way it ends. All we can do now is wait and observe. Ich verstehe nicht alle Wörter davon, aber ich versuch's mal so gut es geht zu übersetzen. Ich weiß, wer du bist und auch warum du hier bist und wonach du suchst. Unsere antike Organisation hat genau drei Ziele. Aus der Ferne beobachten, Wissen zu speichern oder abzulegen und das Gleichgewicht zu erhalten. Die Statuette, die du berührt hast, hat dich sensibel gemacht für subtile Magie. Hat dich fähig gemacht, unsere Glyphen und uns selbst zu sehen. Der Edelstein um deinen Hals ist mit einer solchen Magie umzogen, eingeschlossen, was weiß ich. Er gehört zu einem von uns. Ich hege keinen Groll für diesen alten Diebstahl, but ich erwarte, dass du die Existenz von uns absolut geheim hältst. Einige wenige von uns sind sich über die Prophezeiung über dich im Klaren. Um die Dinge einfach zu halten, Deuterin Karika kann die Zukunft durch Glyphen lesen und Übersetzerin Gamal
liefert ihre Prophezeiungen zu uns. Durch sie weiß ich oder wusste ich, dass du kommen würdest. Und ich wusste, dass du diese Worte lesen würdest. Wir besitzen ein Schriftstück, das Klarheit in deine Misere oder in deine Situation bringen wird. Junge Akolyten können neugierig sein. Oder ich weiß nicht, was Succumb to Temptation ist. Und so befindet sich der profane Text in unserer verbotenen Bibliothek. Der Ringschlüssel dazu, den ich diesem Schreiben beigelegt habe, wird dir den Zugang dazu erlauben. Das Buch trägt den Titel Azaran, der Schreckliche. Dunkle Magie oder ja, Nekromantie, die schwarze Parade und sein Schisma von der Bruderschaft der Hand. Lies es und nimm es und lies es vorsichtig, so dass ich in ein paar Tagen kommen werde, um es wieder an mich zu nehmen. Ich habe Vertrauen darin, dass dieses Buch all die Informationen beinhalten wird, die du benötigst. Da ist noch ein anderer Gegenstand, den du benötigen wirst. Eine Harfe mit Amethysten versetzt. Die Harfe, die du eigentlich hättest stehlen sollen vom Hawtree-Anwesen. Um ganz genau zu sein. Sie wurde bereits vor Jahrzehnten von unseren Agenten ja, sichergestellt, gerettet und ist nun in unserem Requilar sicher verwahrt. An der Spitze des Nordturms für Studien. Dein früherer Herr hat nicht gewusst, wo sie war. Noch hat er ihren wahren Zweck verstanden. Aber das wird von diesem Buch ebenfalls erklärt. Da ich den Ausgang deiner ganzen Misere kenne, fürchte ich, ich kann, ja, also ich weiß weder, was Ordeal noch Divulge ist. Ja, I cannot divulge the way it ends, also ich wahrscheinlich verhindern. Ich kann nicht verhindern, dass also ich kann die Art und Weise, wie es endet, nicht verhindern. Alles, was wir tun können, ist warten und beobachten. Okay. Die Hüter werden mich aber trotzdem angreifen. Elders Dining Room, Elders Offices. Warte mal, hier ist die zentrale Bibliothek. Das heißt, ich bin hier. Ich muss einmal auf die andere Seite der Bibliothek und muss mich dann links halten und dann hoch. Wenn ich nicht schon oben bin. Gut, also. Was von den Hütern übrig ist, wird mich auf alle Fälle nicht in Ruhe lassen.
Oh Gott, so, wo geht's da eigentlich hin? Büro des Meisterbibliothekars? War ich hier schon drin? Hallo? Ja, ich war hier schon drin. So, der leitende Älteste weiß, dass wir hier sind. Er kann seine Handlanger aber nicht davon abhalten, mich anzugreifen. Schlaf. Weißt du, alles hier ist schön ausgebaut, aber dieser Tunnel hier wirkt irgendwie so unfertig. Hallo Nordturm. So, das Requilar muss irgendwo da oben sein. What lies beyond the great ice wastes by William Wakering Esquire. Aha. Wer das lesen möchte, bitteschön. So, aber ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss machen. Bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Würde mich über nette Kommentare und auch Däumchen nach oben freuen. Und ja, hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge von Let's Play Thief The Black Parade wieder ein. Bis dahin. Bleibt schön fluffig und wir sehen uns. Bye, bye.